Hailey Bieber, für den Falschen entschieden? Ex-Freund Shawn Mendes stiehlt Justin Bieber die Show ein Drittel, weil Hailey Bieber sich ununterbrochen um Ehemann Justin kümmern muss, soll sie jetzt Ex-Shawn Mendes hinterher trauern. Zwei Drittel. Das Model hat sich die Ehe mit Justin Bieber wohl anders vorgestellt. Seit dieser mit Depressionen kämpft, ist er nicht wieder zu erkennen. Drei Drittel. Shawn Mendes feiert gerade einen Erfolg nach dem nächsten. Klar, dass Hailey ihn nun mit Justin vergleicht. Ein Drittel. Weil Hailey Bieber sich ununterbrochen um Ehemann Justin kümmern muss, soll sie jetzt Ex-Shawn Mendes hinterher trauern. Hailey Biebers, 22, Ex-Freund Shawn Mendes, 20, ist super sexy und heiß begehrt, während ihr eigener Ehemann Justin Bieber, 24, sich mehr und mehr gehen lässt. Bereut Hailey die Ehe mit Justin Bieber? Er ist gut aussehend, sexy, erfolgreich, und Hailey Bieber fährt voll auf ihn ab. Nein, wir meinen nicht Justin Bieber, sondern ihren Ex-Boyfriend Shawn Mendes. Der Sänger ist nicht nur musikalisch mega erfolgreich, er modelt seit neuestem auch für Calvin Klein Underwear und löst damit, ausgerechnet, Justin als Testimonial ab. Justin Bieber, durch Shawn Mendes ersetzt. Einen neuen Werbebotschafter hatte das Label dringend nötig. Denn in den letzten Monaten mutierte der einstige Teenie-Schwarm zum Schlunz. Im Gegensatz zu Shawn, der 20-Jährige hat seinen Body extrem gestellt und sieht in der Kampagne heißer aus denn je. Da bleibt sicher auch Hailey die Luft weg. Gut möglich, dass die 22-Jährige nun bitter bereut, dass sie Shawn im Mai 2018 zugunsten von Justin abserviert hat. Denn mit ihrem Ehemann gibt's nur noch Probleme. Mal abgesehen von seinem Flodder-Look, der ihr als Fashionista in den Augen wehtut, ist das Leben an Justins Seite ein einziger Krampf. Schuld daran soll vor allem seine Depression sein, berichtet eine Freundin des Models. Mit Shawn hätte es Hailey besser getroffen, oder? Text, Julia Dreblo. Weitere spannende People-Geschichten von Daniela Katzenberger bis hin zu Heidi Klum und Lena Gerke liest du in der aktuellen Ausgabe der OK. Jeden Mittwoch neu am Kiosk.